Du kannst ihn anklagen. Er hat kein Problem damit, wenn du ihn anklagst. Er kann zu ihm kommen. Du sagst, Gott, ich vergebe dir jetzt, dass es in mir ausgelöst. Ich vergebe dir dieses Gefühl, das in mir war. Ich vergebe dir, dass ich gedacht habe, du bist nicht da. Mach das mal. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei diesem kurzen Video. Und ich möchte gleich anknüpfen an das, was du in der Anfangssequenz gesehen hast. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einer Predigt von Tobias Teichen, die er vor wenigen Tagen in der ICF in München gehalten hat. Und darin ging es um seelische Verletzungen, auch um Erwartungen und so weiter. Und vielleicht ging es dir wie mir, als du zu dieser Szenerie kamst, als du zu diesen Worten kamst in der Predigt, hast du dich gefragt, ob du dich vielleicht verhört hast gerade. Wie kann das sein, dass jemand sagt, ich vergebe dir Gott? Ja? Lass uns nochmal genau reinschauen. Ich glaube, du hast einen Konflikt mit Gott irgendwo. Gott, warum warst du nicht da? Wieso hast du das nicht getan? Die meisten hier und auch zu Hause haben irgendwo einen Konflikt mit Gott und wir denken, wir können mit Gott so nicht reden. Weißt du noch, es geht gar nicht darum, ob es objektiv so war. Kann ich Gott vergeben? Gott hat da nichts falsch gemacht. Du vergibst nicht Gott, weil er was falsch gemacht hat. Sonst dürftest du nie vergeben. Sonst müsstest du erst ein Gericht einberufen und sagen, war es objektiv so, dass im vierten Lebensjahr von Tobias Teichen das vorsätzlich war, von den Eltern zu lachen, in dem Moment, wo er gesagt hat, empfindliches Pünktchen. Nein, also kein Recht. Verstehst du? Es geht nicht darum, ob es objektiv so war, sondern dass es eingebrannt in mir ist. Und wenn deine Gottesbeziehung so aussieht, wirst du ihm nie vertrauen. Es sei denn, du traust dich, diese Emotionen bei Gott rauszulassen. Er hat damit kein Problem. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er ist auf den Müllhalter gegangen. Er hat kein Problem mit deinen Emotionen. Er liebt deine Emotionen. Du kannst alles rauskotzen zu ihm im sicheren Rahmen. Du kannst ihn anklagen. Er hat kein Problem damit, wenn du ihn anklagst. Er kann zu ihm kommen. Du sagst, Gott, ich vergebe dir jetzt, dass es in mir ausgelöst. Ich vergebe dir dieses Gefühl, das in mir war. Ich vergebe dir, dass ich gedacht habe, du bist nicht da. Mach das mal. Du wirst Heilung erleben. Okay. Mach das mal. Es wird dir Heilung bringen. Okay. Was sagt die Bibel dazu? Ist es von der Bibel her korrekt, dass ich sage, Gott, ich vergebe dir? Oder wird hier nicht etwas völlig verdreht? Ich habe ein paar Bibelverse rausgesucht. Und zwar die ersten aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 40, Vers 15. Dort steht, siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Also hier wird zunächst erst einmal das Verhältnis klargestellt, wer Gott ist und wer die Menschen sind. Dann in Kapitel 45, Vers 5 und 6. Dort heißt es, wie Gott selbst sagt, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Anfang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner. Das sagt Gott. Und schließlich, weh dem, der mit seinem Bildner rechtet. Ein Tongefäß unter irdenen Tongefäßen. Wir sehen also, wie Jesaja zuerst eins klar macht. Er zeigt die Verhältnisse auf, wer ist Gott und wer ist der Mensch. Das soll eine gesunde Furcht in uns auslösen. Wir sollen erkennen, wer wir sind und wer Gott ist. Ja, und wer sind wir, dass wir mit unserem Schöpfer rechten sollen? Ja, haben wir im Grunde schon eine Antwort auf die Frage, ob das, was dort in der ICF in München gelehrt wurde, korrekt ist oder ob es wirklich völlig an der Heiligen Schrift vorbeigeht. Aber ich möchte noch einen Vers aufgreifen und den lesen wir ebenfalls im Alten Testament in Hiob 40, Vers 8. Hiob ist jemand, der viel mit Gott gesprochen hat. Und Hiob kam in bestimmte Situationen seines Lebens, ihr wisst das alles, es wurde ihm alles genommen, er hatte wirkliche enorme Schwierigkeiten, enorme Nöte zu durchleben. Nicht nur, dass er sein Hab und Gut verloren hat, sondern er hat eigentlich alles verloren. Er hat seine komplette Gesundheit verloren, er ist so krank geworden wie kaum jemand nach ihm. Und er hat viel mit Gott gesprochen, viel nachgedacht über das Leben. Und Gott hat auch mit ihm gesprochen. Und dann gibt es eine entscheidende Stelle
die sehr wichtig ist in Bezug auf das, was wir eben in dieser Videosequenz gehört und gesehen haben. Und dieser Vers reicht aus, um zu zeigen, dass das, was Tobias Teichen hier sagt, dass es nicht nur eine falsche Lehre ist, sondern eine irre Lehre. Da heißt es in Hiob 40, Vers 8, wie Gott zu Hiob sagt: Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Weißt du, im Grunde ist das so. Wenn ich sage, ich vergebe dir, dann zeige ich damit, du bist im Unrecht. Und jetzt hören wir mal auf diese Sequenz noch einmal. Er kann zu ihm kommen, du sagst: Gott, ich vergebe dir jetzt, dass es in mir ausgelöst. Ich vergebe dir dieses Gefühl, das in mir macht. Ich vergebe dir, dass ich gedacht habe, du bist nicht da. Mach das mal. So, und jetzt merken wir, das ist völlig unbiblisch. Das haut nicht hin, das ist falsch. Ich kann nicht zu dem lebendigen, zu dem heiligen Gott kommen und sagen, ich vergebe dir. Wer bin ich eigentlich, dass ich das sage, dass ich das überhaupt über die Lippen bringen kann? Also wir sehen, es ist definitiv eine falsche Lehre, es ist Irrlehre, es ist blasphemisch, es ist gotteslästerlich. Ja, in Philipper 2 heißt es, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Da geht es um Vergebung, da geht es um Gericht. Muss Gott sich vor uns beugen? Ich frage nochmal, wer sind wir als geschaffene Wesen, dass wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Gott, ich vergebe dir? Die Bibel sagt es genau umgedreht. Wir sind in der Position, dass wir zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Wir kommen zu ihm, wenn wir ungläubig sind, und bitten ihn um Vergebung unserer Sünden. Wir erhalten ewiges Leben. Es ist sein Segen. Dann sind wir Kinder Gottes, dann gehen wir auch regelmäßig zu ihm und bitten um Vergebung für unsere Schuld. Wir erhalten Vergebung und unsere Seele, unser Herz wird Tag für Tag erneuert. Nicht umgedreht. Erinnern wir uns nochmal dran, was Jesaja gesagt hat. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer rechtet. Also halten wir es fest, es ist definitiv eine falsche Lehre.